So, hallihallo, hallöle und herzlich willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. U. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich heute auch den billigen Bastard nennen, wenn ihr wollt, denn ich habe nachgeschaut. Ich habe wirklich nachgeschaut, wo die beiden Sternmünzen sind, die ich das letzte Mal nicht gefunden habe. Ich muss aber auch sagen, bei der einen war ich sehr nah dran, bei der anderen, die ist wirklich sehr gut versteckt. Ich werde das jetzt direkt nachholen. Also tut mir leid, Leute. Ich mache sowas selbst nicht gerne, aber also es ist wirklich, finde ich, bis zum gewissen Punkt nicht mehr Sinn oder ab einem gewissen Punkt nicht mehr sinnvoll in einem Let's Play dann tausende von Parts mit langer Suche zu verbringen. Ich mache das für euch, für meine eigene Ehre, Würde und Spieler, für meinen Spielerstolz ist das eher schädlich. Aber naja, also ich denke, das ist die bessere Lösung. Ich hoffe zumindest, dass ihr das auch so seht. So, wir sind jetzt in dem Level, von dem ich gesprochen habe, bei dem es wirklich schwer zu finden ist. Das ist so ein typisches Versteck, das man eher so durch Zufall findet. Würde ich zumindest sagen. Ist natürlich nach dem Mittelpunkt, also wir müssen erst schön hier dran vorbeilaufen. Und auch hier dran vorbei. Und irgendwo müssen hier zwei Fragezeichenblöcke. Und zwischen diesen beiden, das könnten sie sein, zwischen diesen beiden Fragezeichenblöcken, sollte ich dann eine Ranke finden. Mal schauen, ob es das ist. Ja. Und da kann ich jetzt eben zum... Oh, bitte komm mit, kleiner Yoshi, ich brauche dich nämlich noch. Dann kann ich eben zu der letzten Sternmünze. Sehr schön. Die ist tatsächlich da. Hier kann ich auch wieder nach unten gehen. Oh, was ist das denn? Oh, ich kenne dich. Explodierst du jetzt? Nee, du spuckst noch Feuer. Ich will nicht versuchen, ob ich dich fressen kann. Ich möchte eigentlich nur hier weg. Tschüss, mach's gut. Du bist ein lustiger Kerl. Ja, der hat seinen Schwanz weggespuckt. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. So, okay, jetzt einfach durch. Wir haben es jetzt geschafft. Das restliche Level, jetzt will ich die Klappe mal nicht so weit aufreißen. Ist ja eigentlich nicht so schwer. Ich hatte es im letzten Part ja zweimal quasi akzidentiell durchgespielt. Schön Luft rauslassen, Yoshi, sonst passt du nicht durch die kleine Röhre. So, einmal durchgehen. So, so. Und, wupp, sehr schön. Okay, und das zweite war ja im Wasserlevel. Und da ist es wirklich da, also ihr erinnert euch vielleicht an die Stelle mit dem Pau-Block. Und offenbar war ich da nah dran. Ich habe ihn ja zweimal dahin geworfen und einmal ins Wasser. Und da ist diese Sternmünze auch irgendwo. Man muss nur die richtige Stelle für den Pau-Block finden. Also, Wasserlevel, Wasserlevel, Wasserlevel. Welches ist das? Means mehr. Ja, tschüss. Ich würde es allerdings hassen, wenn ich den kleinen Yoshi dafür hergeben müsste. Denn den kann ich noch gut gebrauchen. Ja, an einigen Stellen. War das schon? Ja, ja, das war das, genau. Also, rein mit uns. Und die fällt da bestimmt einfach dann direkt ins Wasser. Und deswegen war ich zur falschen Stelle... Oder nein, zur falschen Zeit am richtigen Ort, könnte man sagen. So, oder am beinahe richtigen Ort. An einem ganz guten Ort. An dem, den richtigen Ort, der nächste Ort. Oder so ähnlich. Also, es war ein Ort. So. Nö, ich will dich nicht. Sehr schön. Einmal hier durch. Okay, und hier war ja irgendwo der Pau-Block. Direkt nach dieser Insel da. Und da habe ich nachgeguckt, da hieß es... Ja, das hieß es da. Das ist erschrecklich für da, wo irgendwo drei Fontänen auftauchen. Genau, da sind... Jetzt erstmalig, wenn alle auftauchen, muss ich dann wohl die Münze werfen. Ich schätze einmal, dass sie dann in der Wasserlücke da auftaucht. Deswegen muss ich da vielleicht... muss ich da vielleicht warten... Ja, schnell, hin. Ahaha, sehr schön, haben wir also die doch. Ja, also ich war wirklich sehr nah dran. Bei den Inseln habe ich sie ausprobiert. Ich hatte sie ja sogar hier ins Wasser geworfen und hatte sie dann aber verloren. Und habe es dann nicht gesehen, dass da tatsächlich eine Pau-Block-Münze runtergekommen ist. Also das war, ja, bisschen blöd, aber auch ein kleines bisschen Pech vielleicht. Oder war es Pech?
Nee, weiß nicht, du bist ein Idiot. Wer spricht da eigentlich im Hintergrund? Das bin ich, dein Gewissen. Mein Gewissen hat in Computerspielen nichts zu suchen. Das ist ein Videospiel, du Trottel. Mein Gewissen ist sehr unhöflich. So, ich krieg einen neuen Gegenstand geschenkt. Kann ich vermutlich nicht gebrauchen? Ja, toll, ein Stern. Echt super. Du bist mir eine Riesenhilfe. Im Ernst jetzt. So. Und ich würde jetzt gerne nochmal zurück ins letzte Level gehen. Ja, den Stern möchte ich wegtun. Ich habe einen Verdacht, wo es da noch ein Geheimnis gibt. Und zwar erinnert ihr euch vielleicht daran, dass ich in diesem Meteoriten-Level... ich glaube, da gab es einen Pau-Block oder sowas in einem etwas späteren Levelteil. Und den konnte ich aber nicht richtig ausnutzen, weil ich statt den Pau-Block auszunutzen, also den Blöcken, die der... das ist kein Pau-Block, dieser P-Block, der Blöcke in Münzen verwandelt und andersrum. Und ich konnte das nicht richtig ausnutzen, weil ich stattdessen die Sternmünze mir geschnappt habe. Und ich wollte nochmal gucken, ob das nicht noch zu irgendwas führt. So, weil ich ehrlich gesagt auch momentan keine anderen Hinweise habe, was man hier sonst noch so absuchen könnte. Nicht nur in dieser Welt, sondern im ganzen Spiel fehlen mir gerade noch so ein bisschen die Eingebungen. Das heißt, nee, nicht ganz, denn in der ersten Welt weiß ich inzwischen, in welchem Level es sein soll. Und auch habe ich einen Hinweis bekommen, vielen Dank dafür, einen Hinweis bekommen, wo ich in etwa suchen muss nach diesem Geheimnis. Und es geht dann um das geheime Level, das man noch freischalten kann. Momentchen, ist das hier nicht? Nee, das ist es noch nicht. So. Also wir müssen ja auch die geheimen Levels freischalten, sonst habe ich ja gar keine Chance, alle Sternmünzen zu finden. Das wäre doch sehr schade, oder? Okay, das war ja dieses etwas schwerere. Genau. Eigentlich müsste doch hier... Oh, jetzt kann ich nur hoffen. Nein. Hoch mit dir. Oh! Da ist er. Verdammt. Bitte jetzt nicht die Luft verlieren. Boah, fies, dass der die Dinger gleich aus... Boah. Nein, jetzt bitte nicht sterben. Oh. Nee, das hat mir nichts gebracht. Ah, oh, okay. Aber ich habe den Yoshi dabei. Also ihr habt gesehen, da waren zwei... Ich habe den Yoshi nicht dabei. Da waren zwei Blöcke... Da waren zwei Blöcke, die den Weg bereitet haben. Das hätte ich natürlich auch geschickter machen können. Oh, aber im Zweifelsfall geht das auch ohne Yoshi. Gut, dass ich den dabei hatte. Und jetzt muss ich hier oben lang. Andererseits, ich habe einen Yoshi dabei. Ist mir doch egal, wo ich lang gehe. Gib mir lieber irgendwelche tollen Gegenstände. Ah, okay. Ah, schön. Das heißt, wir kriegen jetzt hoffentlich die restlichen drei Münzen aus dem Level. Weil das jetzt eigentlich zu dem Bonuslevel führen müsste, ja? Also die roten Fahnenmasten, die sind ja, ich habe es inzwischen gelernt, sind ja immer die besonderen. Ja. Ich habe ein bisschen Angst davor, weil es ja das letzte Level ist. Das ist nicht gerade Car-Temple-Qualität aus Donkey Kong Country, aber ich finde es ehrlich gesagt schon schwer. Also schon so ein bisschen schwer, auf jeden Fall. Muss ich nicht übertreiben, ich bin ja auch nur casual. Ich bin ja kein Pro-Gamer. So, nee. Oder? Ich meine, wenn ich sterbe, ist der Yoshi gleich weg. Ach, ich nehme mal eins. Ich habe genug davon. Was soll der Geiz? Mann. Außerdem wartet da irgendwo schon ein kleiner Mopsi auf mich. Es geht mir ja gar nicht so sehr ums Power-Up. Es ist nur so ein bisschen... Oh ja, na toll. Habe ich ja gut gemacht. Für so ein Level dann gleich wieder... Schön dran vorbei. Okay. Erstmal das Prinzip des Levels checken. Ja, das kann ich so einsammeln. Prima. Ach, und die schlagen dann peu à peu Dinge frei. Ich nehme mal an, genau, dass das eine Sternmünze sein wird. Boah, okay. Dass mir das losgegangen ist, war übrigens keine Absicht. Ich wollte eigentlich... wollte eigentlich das noch etwas länger mitnehmen. Gehen wir mal hier oben entlang. Sternmünze noch? Nö, nein, niemand. Der hat einfach den Yoshi fallen gelassen. Was ist das denn? Ach, eine neue Art von... eine neue Art von Bewegung war das. Offenbar lässt er den da einfach ganz automatisch fallen. Das war jetzt echt blöd. Damit habe ich nicht gerechnet. War ganz erschrocken. Mein kleiner Yoshi, ich hätte dich noch so gebraucht. Okay, da muss ich etwas vorsichtiger sein. Verdammt, ich habe erst eine Sternmünze gefunden.
Wie suche ich jetzt danach am besten? Decke absuchen? Hm? Vielleicht Decke absuchen? Ein bisschen? Oh, zack. Ich werde mal versuchen, da eben... Ach, natürlich habe ich irgendwas abbekommen. Kann ich hier irgendwas... Hä? Was ist denn hier? Ach so, das wäre der normale Weg gewesen. Ich bin aber auch ein ungeduldiger Trottel. Okay, da ist die Sternmünze. Schön da hoch. Alles klar. Duck dich! Ja, meinen ganzen Power-Ups habe ich hier verloren. Für irgend so einen Scheiß. Aber es war auch erst die zweite Sternmünze. Ich nehme das mal mit hier. Vielleicht kriege ich ja dann doch nochmal ein bisschen mehr zum... irgendein Power-Up, damit ich das wieder überleben kann hier. Ja, sehr schön. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die mir genau meinen Block wegnehmen. Weg. Irgendwas Verstecktes hier? Nö, bis jetzt noch nicht. Ah, das ist voll doof. Der ist da wirklich sehr langsam mit seinem Rumgekletter. Ja, das war nix. Ich versuch's mal hier. Sieht etwas schwerer aus und vielleicht gibt's dann ja auch da die Münze. Obwohl, eigentlich sind die anderen... Ja, natürlich bin ich falsch gelaufen. Alter Verwalter, bin... Das, okay, das muss man... Ah, nee, komme ich da vielleicht an der anderen Seite wieder raus? Na, natürlich falsch. Na toll, dann darf ich das Level gleich nochmal machen. Ihr wollt mich doch verarschen. Alles klar. Muss ich da schnell genug rüberkommen? Wird der ja sonst sterben, wenn da so ein Meteorit drauf fällt? Also hinter dem Ziel ist ja, seht ihr das? Diese Steinplatten am Boden, die sind ja kaputt gegangen da immer. Das wäre ja witzig. Das wäre ja fast Kaizo Mario-mäßig. So, ja toll. Jetzt muss ich da gleich nochmal rein. Aber ich mache mir diesmal, nehme diesmal dieses blöde Power-Up natürlich nicht mit. Ich hoffe eher darauf, dass ich nochmal was Schönes hier bekomme. Mir ist das gar nicht aufgefallen am Anfang. Ach, ja je. Okay, aber ich weiß jetzt, wo sie ist. Was soll schon groß passieren? Bis auf die Tatsache, also bis auf, dass ich erschlagen werde. Verbrannt. Zerquetscht. Oder was gibt's noch so? Verkrüppelt? Verprügelt? Klar, die Koopas könnten mich auch verprügeln. Oder an Altersschwäche könnte ich sterben. Mario hat ja keine sehr hohe Lebenserwartung. Es sind immer nur so ein paar Minuten. So, gehen wir hier oben entlang, klar. Okay. Was nehmen wir mit? Ah, ich glaube, das ist mir das letzte Mal kaputt gegangen, ne? Geh kaputt, du blödes Ding. Ich fühle mich jetzt... komm schon, ja! Ach cool, man kann das hier wirklich so eine Weile durchhalten. Das ist cool, das ist eine echte Hilfe. Ja! Ja, Leben sammeln muss ich jetzt nicht damit, glaube ich. Oh, schade. Ich dachte, ich könnte es ein bisschen länger machen. Bevor ihr mir hier alles kaputt macht. Achso, nee, das, hier kommen ja gar keine. Achso, richtig. So, schnell darüber. Muss ich... Ach so, ja. Hier rüber. Ein bisschen trainieren noch. Kniebeugen. Okay. Ah, mir juckt die Nase. Gar nicht gut. Ja, diesmal nehme ich es, glaube ich, nicht mit. Ich brauche es ja nicht. Ich denke, das ist schon in Ordnung so. Aber da fällt doch bestimmt wieder was von der Decke. Bei diesen kaputtbaren Dingern. Mann! Oh, Mann! Da. Immer so knapp. Moment, ich muss ja hier lang. Richtig. Natürlich, es sieht ja eigentlich auch viel schwerer aus, dass mir das nicht früher aufgefallen ist. Schnell da rein. Und rüber da. Yeah, diesmal habe ich es geschafft. Cool. Alle Sternmünzen bekommen. Ja. Also wie soll man das denn? Ach so, wahrscheinlich mit einem Dreiersprung geht das dann doch. Aber wir können es auch so machen. Schön. Ah, das macht Spaß. Ein bisschen weiterkommen macht Spaß. Okay. Cool. Und jetzt hatte ich ja noch den Hinweis darauf, jetzt müsste ich ja eigentlich hier, ja, die Meldung bekommen, alles gefunden. Fehlen mir nur noch
4, die Hälfte habe ich geschafft und... Ach nee, das sind ja, es fehlen mir nur noch 3. Ich habe über die Hälfte geschafft. Und dann müsste ich natürlich noch die Levels schaffen, die da kommen. Ich nehme an, die sind noch ein bisschen schwerer als diese Bonus-Levels hier. Finde ich sehr spannend. Und das werde ich dann hoffentlich alles zusammen in 2-3 Parts lösen können. Okay, Eichenhain. Und zwar wurde mir gesagt, dass... hier... Jetzt muss ich mal überlegen. In diesem Schiebelevel... Wie heißt das? Schiefes Bergwerk. Müsste irgendwo, muss man über die Decke springen können. Und ich, also so ein bisschen wie es in Mario Bros. 1 auch häufig der Fall war. Oh, ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe, hier dieses Spiel zu spielen und alles war so schön kuschelig. Also ich muss jetzt einfach versuchen, hier irgendwie über die Decke zu kommen. Und dafür bleibe ich jetzt erstmal... Oh, ja, meine Goomba-Statistik muss besser werden. Bleibe ich jetzt erstmal der Flughörnchen Mario. Auch wenn ich damit nicht so schön ballern kann. Das mache ich eigentlich viel lieber. Duck, mehr Goombas töten! Ja! Yeah. Also bis jetzt habe ich noch keine Möglichkeit gesehen, irgendwo hier oben drauf zu fliegen. Vielleicht... Oh, was war das denn? Das habe ich ja das letzte Mal überhaupt nicht festgestellt. So, hat mich einfach weggeschubst. Kann ich hier rüber? Ja, aber nicht sehr weit. Ach so, ich bin da diese Schräge hochgelaufen. Das letzte Mal bin ich ja auch hier oben entlang gegangen. Also ist alles noch im grünen Bereich hier. Vielleicht hier rüber? Nee. Sieht nicht so aus, als wäre das die richtige Stelle. Also erstmal weiter. Ja, schön, gebt mir eure Leben. Ob die auch als zerstampfte Goombas zählen oder sind das nur die... Ach, ich versuch mal... Nee, es sieht nicht so aus, als könnte man hier hoch. Oder sind das nur die... Also es gibt ja... Das waren ja quasi gearschte Goombas. Und die zerstampften Goombas, das ist ja eine eigene Statistik dann, oder? Würde ich zumindest so machen. Oh, das war gar keine Absicht. Obwohl... Ah, stimmt. Da könnte ich nochmal probieren, raufzukommen. Nö, sieht nicht richtig aus. Vielleicht hier? Nee, auch nicht. Ob das überhaupt richtig... Also bin ich im richtigen Level dafür? Nee. Hier hoch? Ah, oh. Das ist wirklich so ein bisschen Mario Bros. 1 mäßig. Oh, scheiße, hätte ich hier mir einen Schildkrötenpanzer mitnehmen müssen. Ach nee, ich kann hier stampfen. Ich kann nicht stampfen. Doch, ich kann. Ist aber nicht so viel Platz. Ich nehme an, da kommen auch nur Münzen raus dann. Ah. Alles klar, weitergelaufen. Das ist cool. Oh, hä? Ach so. Ist denn jetzt überhaupt irgendwas... Hä? Das hat mir doch gar nichts geholfen. Oder vielleicht... Muss ich mal einen Goomba-Panzer dagegen feuern vielleicht? Weil jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht weiter. Das hier ist doch der normale Ausgang hier gewesen. Ich könnte natürlich... Ich nehme mal einen Goomba-Panzer mit hoch. Und ich kann da auch hochflattern. Goomba-Panzern, Schildkrötenpanzer. Gibt's hier überhaupt Schildkröten? Ich glaube, ich habe es gerade voll verpeilt. Also ich glaube, das ist ganz falsch. Aber man hat ja gesehen, ja, du bist eine. Dich nehme ich mit hoch. Man hat ja gesehen, man hätte das Ding da sowieso entlang schießen können. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Genau, das hätte sich ja hier durchgedingst. Ich schieße den einfach mal. Ganz, ganz blind, blöd. Ein Leben. Na toll. Nee, also das war wohl das Falsche. Da habe ich mich irgendwie, glaube ich, da hat mir jemand versehentlich einen falschen Tipp gegeben. Oder ich komme vielleicht dann... Ach nee, hier waren ja nur Münzen drin. Okay, das verwirrt mich jetzt doch sehr. Egal, ich gehe jetzt einfach mal ins Ziel, weil mir die Zeit ausgeht. Das finde ich jetzt fast ein bisschen schade, weil ich jetzt dachte, ich könnte euch noch ein Bonuslevel zeigen. Aber ich glaube, da wurde ich einfach so ein kleines bisschen, also da... Bling? Was hat er Bling gemacht? Oder es war vielleicht die falsche Decke. Vielleicht kann man da an mehr als einer Stelle über die Decke fliegen. Weil das ist auf jeden Fall der normale Ausgang. Macht aber nichts. Aber, tja, jetzt weiß ich leider nicht, wo ich als nächstes suchen soll. Ich bin mir relativ sicher, dass da stand, naja, also dass der mir geschrieben hatte, ich müsste im schiefen Bergwerk über die Decke fliegen. Tja. Ich würde sagen, ich gehe einfach nochmal rein und schaue die anderen Decken an. Ich meine, das war ja schon, aber das war ja alles dann nur für das Leben. Oder vielleicht gleich am Anfang? Nö. Ich bin so verwirrt. Ich bin so unglaublich verwirrt. Okay.
Nein! Oh, meine Flugflatterkraft. Na, dann nehme ich eben das hier doch nochmal mit. So, verbrannte Goombas plus 2. Oh. Vertrottelter Mario plus 1. Ach so, ich sehe auch gerade, der Part kann gar nicht mehr so lange dauern. Aber was habe ich denn hier für eine Decke ausgelassen? Also wo hätte ich denn jetzt nochmal besser gucken können? Ich würde jetzt ganz gerne nochmal die Mail aufrufen. Beziehungsweise eigentlich war es Facebook. Aber ich möchte jetzt nicht hier so unbedingt für Standbilder sorgen. Ich werde einfach, wenn ich es jetzt nicht finde, da habe ich es ja eben ausprobiert, werde ich dann einfach nochmal später nachgucken, was der genau geschrieben hatte. Da hatte ich mich nicht hochgetraut eben. Nee, aber so finde ich das, glaube ich, nicht. Mann, was mache ich denn? Ja, ich bin jetzt etwas gerade unkonzentriert. Weil ich einfach so ein bisschen ratlos bin. Also hier war ja nur eine Münze, wenn ich den Koopa dagegen schieße. Und hier. Aber das ist das nicht. Das ist das doch nicht, oder? Oder habe ich hier einfach... Was hat mich... Achso, Entschuldigung. Ja, du wolltest raus, ne? Nee, aber das ist ja überhaupt nichts hier. Nur das Leben. Und hier sehe ich auch nicht, wie ich weiterkomme. Ich meine, dann haben wir natürlich noch das hier. Aber das gab ja auch noch ein paar Münzen. Das kannte ich ja auch schon von Anfang an. Oder habe ich... Irgendwo nochmal stampfen vielleicht? Nein. Nö. Hier war die letzte Münze ja drin, wenn ich mich richtig entsinne. Nee. Nee, also ich weiß es jetzt leider nicht. Ich weiß es einfach nicht. Das letzte Mal kam hier noch so ein Münzgeräusch. Das ist diesmal nicht gekommen. Ja, toll. Pilzchen noch? Will ich nicht. Nee. Also ich bin völlig ratlos gerade. Völlig ratlos. Aber wir haben ja auch so schon ein bisschen was gesehen. Deswegen beende ich jetzt einfach mal den Part und schau nochmal nach, was der geschrieben hatte. Und wenn mir das aus dieser Message aus Facebook nicht klar wird, dann werde ich auch nochmal richtig nachschauen. Wie gesagt, ich möchte, dass ihr Ergebnisse seht und nicht nur blinde Sucherei. Obwohl es ja wirklich in diesem Teil ein Blind Let's Play ist, das geht dann vielleicht doch ein bisschen zu weit für so ein altes Spiel. Also seid bitte das nächste Mal wieder dabei. Ich würde mich freuen. Ich sag bis dahin tschüss und bis dann.